Was gibt's? Ich brauche einen Rohling. Auch ein blühendes Schwert. Das sieht gut aus. Gute Arbeit. Sieht gut aus. Fertig. Ich wette, du steckst dahinter, dass der Don wieder da ist, hä? Was will man von so einem Verbrecher wie dir auch anderes erwarten? Zeig mal, was du hast.
Ich muss mich wohl mit euch Banditen gutstellen, jetzt wo Esteban wieder da ist. Also, kauf deine Tränke und lass das dämliche Grinsen. Ich brauche Tränke. Und? Wie läuft dein Laden? Jetzt schon viel besser. Die Weißen haben sich ja meistens nur hierher verirrt, wenn sie jemanden gesucht haben. Ihr Jungs wisst ja wenigstens, wie man sich amüsiert, Schätzchen. Erikson ist tot. Er hat mir sehr wehgetan, aber den Tod hätte ich ihm trotzdem nicht gewünscht. Du kennst Kapitän Stahlbart? Ach, ich wünschte, ich hätte mich nie mit ihm eingelassen. Das Blaue vom Himmel hat er mir versprochen. Und dann war er eines Tages einfach verschwunden in der Schuft. Alles, was er mir hinterlassen hat, war diese stinkende Baracke in der Gosse. Und was hat sie mir gebracht? Nichts als Ärger. Ich will nichts mehr damit zu tun haben. Also lass mich damit in Ruhe, okay? Mir geht's gut. Und dir? Ich will jetzt nicht gestört werden. Steaks und Zwiebeln, ein Kochbuch. Das schreibe ich mir mal ab. Endlich wieder frische Luft hier am Hafen. Ohne die Weißen lebt es sich gleich viel entspannter hier. Wenn du deine Kuh suchst, bist du ja falsch. Hier gibt es nur tote Kühe. Und die sind Eigentum des Ordens. Ich suche keine Kuh. Dem Gürger sei Dank. Das Letzte, was ich heute noch gebrauchen kann, ist ein zeternder Bauer. Wieso? Die kommen hier rein und behaupten, ich hätte ihre Kuh gestohlen. Dabei geschieht ja alles nur auf Anordnung des Ordens. 2 Stunden Gelaber für nichts. Frag mal Mo, der kann ein Lied davon singen. Die Geschäfte laufen gleich viel besser, seit der Don wieder da ist. Hoffentlich bleibt das so. Du verdienst hier bestimmt eine Menge Gold. Das Schlachthaus ist eine Goldgrube. Aber der Gewinn geht fast komplett an den Orden. Ich werde nur fürs Schlachten bezahlt. Wenn du mehr wissen willst, musst du nach nebenan gehen und mit Baxter reden. Er führt die Bücher. Ich bringe ihm jeden Abend die Kasse und bekomme meinen Lohn. Kann ich hier Fleisch kaufen? Wir sind ein Schlachthaus. Natürlich kannst du hier Fleisch kaufen, wenn du zahlen kannst. Ich habe Fleisch am Stück und Wurst. Lass uns handeln. Dieb, ich mach dich fertig!
Nichts zu holen. Nichts. Und nochmal von vorne. Wer sagt's denn? Fass hier bloß nichts an! Oh. Was willst du hier? Was ist passiert? Ist was?